Hatte ja kürzlich schon mal ein Hoverboard zerlegt, eins mit 6,5 Zoll Rädern, in Bezug auf der Suche eines Windradgenerators oder eines Generators, der am besten geeignet ist für ein Windrad, sofern man eins baut. Mittlerweile ja, ne, wir sind ja auch alle ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen geblieben, von vorne her schon, aber ich habe jetzt ja auch schon die ersten Messdaten mal gepostet und dass es halt wirklich ne, so gut wie gar nichts bringt im Verhältnis. Deswegen ist die Idee des Windradbaus ja auch mehr oder weniger gestorben eigentlich, aber ich habe trotzdem noch mal gedacht, und Mensch, da ich suche mir noch mal ein Hoverboard, noch mal eins mit größeren Rädern. Es gibt ja auch welche mit 10 Zoll. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich noch mal was gefunden und ich dachte mir, ja, das machen wir natürlich trotzdem, weil der Plan ist ja auch, dass ich ja mein pinkes Wunder, was ich hier letztes Mal gekauft habe, dann auch mit den Teilen vielleicht wieder zum Laufen kriege aus dem 10 Zoll Board und dann am Ende noch zwei 10 Zoll Motoren über habe, ne, die vielleicht eventuell als Generator so noch besser geeignet sind. Das gucken wir uns an. Und wie sie aufgebaut sind im Vergleich, ne, wie das so aussieht von innen. Und ja, fangen wir doch direkt mal los. Das habe ich mir jetzt auch mal ein paar Euro kosten lassen. Da habe ich jetzt 20 Euro noch für gelassen, weil das auch tatsächlich noch halbwegs funktioniert, ne? Und es ist auch noch ein Ladegerät dabei. Bei den meisten ist das Ladegerät direkt weg. Das verstehe ich auch gar nicht, wie das sein kann. Packen wir das Ding mal aus und gucken uns das mal direkt im Vergleich an. Ja, und was fällt auf? Es ist gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt, ne? Also dieser grundsätzliche Kunststoffkörper hier, wie man schon sieht, und die Trittflächen, das sind mehr oder weniger Gleichteile, ne? Also klar, das baut hier ein bisschen weiter aus, weil man hier irgendwie auf diese riesigen Radhäuser kommen muss, vom Außenmaß her. Aber so grundsätzlich, wie man auch hier innen sieht und dieses Gelenk in der Mitte und hier und die Trittflächen, das ist alles vergleichbar von der Größe, ne? Also da unterscheidet sich nicht groß was. Auch der Radstand ist mehr oder weniger ähnlich, ne? Das ist halt nur ein paar Zentimeter mehr, weil die Räder halt größer und breiter sind. Aber ansonsten gibt es da gar nicht so viel Unterschied. Also schon mal recht ein gutes Signal dafür, dass man vielleicht die Teile vom einen auch fürs andere verwenden kann. Habe hier nochmal kurz ein paar aufgelistet, was alles 10 Zoll Boards sind, weil man rennt tatsächlich in ein Problem, zum Beispiel in Kleinanzeigen oder so. Weil wenn ich jetzt suche 10 Zoll Board, ja, ne, also die Leute schreiben ja nicht unbedingt rein, dass die Radgröße 10 Zoll ist, wenn sie das Ding verkaufen wollen, sondern die schreiben wahrscheinlich eher ein, wie das Ding heißt, wenn sie das verkaufen wollen. Deswegen, wenn man jetzt nach einem 10 Zoll Board sucht, findet man nicht unbedingt ein 10 Zoll Board, ne? Das ist halt so ein bisschen so das Thema. Deswegen ja, habe ich hier mal aufgeschrieben, das ist das GPX03 Crossrover zum Beispiel, das ist eins mit 10 Zoll Rädern und das, was ich jetzt hier habe, ist dieses Cat 2 Druid XL, das hat auch 10 Zoll Räder und dann gibt es noch einen Robway W3, das ist auch eins mit 10 Zoll Rädern. Jetzt mal so drei Beispiele, wenn einer auch sowas sucht, das sind mal Suchbegriffe, die man dann verwenden kann, wo man schon mal mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit auf so ein 10 Zoll Board trifft. Weil diese Dinger hier mit 6,5 Zoll Rädern, die gibt es wie Sand am Meer, ne? Also da findet man ohne Ende und teilweise auch verschenkt, ne? Das hatte ich ja im letzten Video schon gezeigt. Bei diesen 10 Zoll, da ist es schon etwas seltener tatsächlich, da muss man schon ein bisschen gucken. Aber auch da gibt es teilweise gute Schnapper, ne? Weil die sind jetzt auch nicht unbedingt so robust, wie man hier schon sieht, ne? Teilweise auch diese riesigen Radhäuser brechen da auch mal schnell Sachen kaputt und da kann man dann auch schon mal günstige Sachen finden, ne? Also wie man hier sieht, das ist allein dadurch, dass es halt so riesig ist, relativ anfällig. Und wenn man da jetzt irgendwie dran rumreißt, um das Ding daran hochzuheben oder so, dann bricht da auch mal schnell was kaputt. Weil diese vergleichsweise riesigen Räder, wie man hier sieht, 10 Zoll im Vergleich zu 6,5, die müssen halt irgendwo untergebracht werden, ne? Und dementsprechend ist das alles auch schon etwas ausladender hier dran. Und es ist auch noch ein Ticken schwerer, das Ganze. Ja, dann bringen wir es doch mal auf den Tisch und dann schrauben wir es mal ein bisschen auseinander. Auch hier ist es wieder so, dass schon einige Schrauben gefehlt haben. Ist jetzt wieder die Frage, hat schon mal jemand vorher auseinandergeschraubt oder sind die halt einfach wirklich durch Erschütterung und Fahren mit der Zeit verloren gegangen? Aber ich sage mal, naja, es sind genug drin auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall hält und nicht von alleine abfällt. Ja, immer kurzer Überblick, wie es von innen aussieht, ne? Also es ist etwas unterschiedlich und hier ist tatsächlich die Elektronik so, wie ich sie noch von früher kenne, sage ich mal, ne? Also von den ersten Hoverboards, was ich so auseinandergenommen habe. Und zwar diese getrennte Platine hier mit den Lichtschranken, die diese Trittflächen überwacht. Und dann hier ein, so eine Basisplatine nenne ich es mal, wo dann halt wirklich die zwei Brushless-Regler drauf sind für die beiden Motoren. Und die ganzen Kabel werden dann halt rübergeführt und alle hier zusammengeführt auf der Seite. Und das war jetzt hier schon so ein bisschen die, naja, ich nenne es mal zusammengesparte Variante mittlerweile, ne, wo alles hier mit Motorregler und Lichtschranken und Erkennung und so weiter auf einer Platine ist und das Ganze dann mal zwei. Also wo man im Prinzip tatsächlich auch zwei Akkus reinbringen würde von der Größe und dann die doppelte Reichweite hätte, ne, wenn man das machen wollen würde. Das mal so kurz als erster Überblick.
Machen wir also mal eine etwas nähere Bestandsaufnahme von den Dingen, wie es denn wirklich so aussieht. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man jetzt noch mal ein bisschen im Detail guckt, und ich habe auch mal ein paar Maße abgenommen, diese Aluminium-Gussschalen, die hier drin sind, die haben auch tatsächlich exakt das gleiche Maß wie bei dem kleinen Board. Und auch die Befestigungsbohrungen, es sind die gleichen Gewinde, es sind die gleichen Abstände, alles. Es passt also wirklich eins zu eins, es ist aus der gleichen Form, ne? Und da gibt es im Prinzip, ne, also die Befestigungspunkte von dieser Basisplatine hier auf den Gewinden, da sind die gleichen, wo auch ein Akkuhalter reinpasst. Also das sind wirklich identische Teile alles. Ne? Also das ist im Prinzip Lego, ne? Also so ein Baukasten hier. Da braucht man sich überhaupt gar nicht irgendwie Sorgen machen. Man kauft wahrscheinlich einfach irgendwas und es passt dann alles am Ende irgendwie zusammen. Wenn man ein bisschen auf die eine Hälfte nochmal genauer geguckt, hat man hier so einen Knäuel. Das ergibt sich natürlich dadurch, dass die ganzen Kabel von beiden Seiten an einer Seite zusammengeführt werden müssen. Hier oben haben wir dann die besagte Platine, die hier auch wieder die Lichtschranken hat. Auch das Maß stimmt. Das ist genau wie bei diesen kombinierten Platinen. Bei dem 6,5 Zoll Board sind auch hier die exakt an der gleichen Stelle hier die Lichtschranken. Und es funktioniert auch exakt genauso. Also auch die Höhe passt. Also wenn diese Gummidinger da reindrücken, da unten in die Lichtschranke, das passt auch. Also das ist alles eins zu eins. Hier auf der anderen Seite der Akku hat das gleiche Abmaß. Der Akkuhalter ist identisch. Also der passt hier drüber, passt sowohl auf die Akkugröße. Den Akku hier zerlegen wir jetzt nicht diesmal, weil der funktioniert noch so halbwegs, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Also ist auch nicht mehr der Beste, ne? Aber der ist jetzt wenigstens noch so, dass man ihn noch verwenden kann. Stecker sind auch die gleiche, XT60 sind das hier. Und ansonsten gibt es dann hier die Kabel von den Hallsensoren, von den Motoren sind dann auch verlängert und nach drüben geführt. Hier ist noch so ein Anschlusskabel, was dann die Kommunikation zu dieser Platine eben auslöst. Und die Platine selber hat hier noch so einen Anschlussstecker. Der ist dann wieder für Beleuchtung gedacht. Also das ist ja was in der Mitte hier, dieses Batteriesymbol und dieses Balance-Symbol, wenn man draufsteht, was denn da blinkt. Das ist alles, was von den Platinen hier ausgeht. Also das ist auch wieder entsprechend vergleichbar. Gucken wir hier nochmal einmal ein bisschen näher auf diese Platine drauf. Die hat dann ihrerseits selber einen STM32-Controller, wie man hier sieht. Und hier der charakteristisches Gehäuse für diesen, naja, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, auf jeden Fall diese Balanciersensoren, also diese Gyro mehr oder weniger, ne, also dieser Lagesensor, es ist ein MPU 6050 hier in diesem Fall, ne, die dann eben in drei Achsen ein Analogsignal oder aber in diesem Fall vielleicht auch, wenn ich hier diese Pull-Up-Widerstände sehe, könnte wahrscheinlich auch eher ein I²C-Sensor sein, der dann halt direkt kommuniziert mit dem Controller und dann die drei Werte rübergibt für XYZ-Achse, wie er gerade steht. Dann gibt es hier noch zwei Spannungsregler, ein 7805 für 5 Volt und das ist ein AMS 1117 hier, der hat 3,3 Volt Ausgangsspannung, macht er entsprechend hier für die Elektronik noch entsprechend die Spannung, wo dann auch diese Lampen hier mit angeschlossen sind, die LEDs, die da runtergehen. Das ist alles so, was da drauf ist. Ja, bevor ich es jetzt noch weiter zerlege und auseinanderschraube, habe ich mir gedacht, Mensch, ich probiere erst nochmal, ob es dann wirklich noch halbwegs funktioniert und ob alles in Ordnung ist. Blöd ist, draußen war natürlich mal wieder Regenwetter, deswegen muss ich das jetzt mal drinnen ausprobieren. Fährt also noch, will ich mich jetzt mal auf den Weg zu den Motoren machen, weil die wollen wir uns ja im Sinne des Generators auch noch angucken. Dazu als erstes erstmal den Akku ausbauen, dass man nirgendwo mehr Spannungen erwarten muss, die man eigentlich nicht erwartet hätte. Hier auch nochmal ganz lustiges Detail, Zellentyp ist Domestic. Also, ne, weiß man auf jeden Fall schon mal, was nicht drin ist, und zwar Markenzellen. Ne, es ist auch wieder irgendwas zusammengefegtes. Ja, wir dürften auch erklären, warum die auch schon gar nicht mehr so wirklich gut sind, ne, weil ich weiß auch nicht, was da los ist. Also ich habe bisher noch keine Markenzelle platt gekriegt in meinen eigenen Aufbauten, die ich so mache, aber so dieses ganze Zugekriegte, das sind so die einzigen, die bei mir tatsächlich auch kaputt gehen. Ne. Also es spricht ja auch schon für sich. So, dann erstmal die Platine runter hier mit den Gabellichtschranken, dass wir hier mal auf den Befestigungsklotz kommen für den Motor. Ne. Und man sieht auch hier die Motorwelle, das ist auch wieder die gleiche im Durchmesser und auch wieder mit so einer Fläche dran, wo dann hier so eine Platte drauf drückt.
Also auch da kann man ohne weiteres dann auch einen 6,5 Zoll Motor reinsetzen. Das ist von der Aufnahme her auch wieder exakt identisch. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen unterschiedlich ist, die Wandstärke hier an der Seite von diesen Schalen, von diesen Aluminiumschalen, die ist hier ein bisschen höher als beim 6,5 Zoll Board. Das ist auch erklärbar, ne? Weil hier natürlich durch die größeren Räder auch größere Hebelkräfte wirken. Und bevor man aus dem Keks hier noch so ein Stück rausbricht, ist das dann natürlich ganz angebracht, wenn die Wandstärke hier ein bisschen größer ist, ne? Da haben sie also tatsächlich dann auch schon dran gedacht und das ist auch durchaus zu begrüßen. Ja, schrauben wir den hier mal runter, den Klotzen. Haben wir den Motor mal ab und dann gucken wir uns den mal direkt im Vergleich an mit dem 6,5 Zoll Motor, wie man sieht. Also wir haben hier wirklich ein Aluminium gedreht Style mit den zwei Kappen hier drauf und jeweils hier, wie man sieht, diese sechs Schrauben. Das ist auf der anderen Seite auch nochmal so. Damit ist der entsprechend zusammenmontiert. Also es ist alles in allem ein bisschen wertiger, ein bisschen stabiler als dieses Gusskunststoffgehäuse, was wir hier haben. Ne? Also hier sind ja auch diese sechs Schrauben drin. Im letzten Video habe ich den ja zerlegt, ne? Wo man den dann rauskriegt. Und ja, das ist dann ein Hartgummireifen hier. In diesem Fall ist sogar ein Schlauch drin und mit einem Luftreifen. Ne? Ja, kann platt werden, der kann nicht platt werden. Muss man sich jetzt überlegen, was man besser findet an der Stelle. Aber so grundsätzlich, ja, das ist erstmal so der erste Überblick. Schrauben wir mal die Kappen ab. Ich habe den auch noch mal aufgemacht. Können wir mal direkt im Vergleich gucken. Und dann sehen wir ja, das ist vom Größenunterschied hier, vom Durchmesser ist das gar nicht mal so groß unterschiedlich, ne, so im ersten Blick, ne. Also ich hätte jetzt auch gedacht, naja gut, vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Durchmesser. Aber im zweiten Blick kann ja eigentlich auch gar nicht sein, weil das meiste hier vom Reifen ist ja Schlauch und Gummi, ne. Also so viel größer hätte der eh gar nicht sein können wie hier, ne, weil hier ist natürlich nur relativ wenig Gummi, ne, von der Reifenhöhe her. Deswegen müssen schon relativ vergleichbar im Durchmesser sein. Wenn man nochmal guckt, der ist auch, hat auch 27 Nuten, ne. Also hier hat sich auch nichts geändert. Also auch die gleiche Wicklungsanzahl in diesem Fall. Also nicht Wicklungsanzahl gewickelt, also das weiß ich jetzt nicht, aber Wicklungspakete ist die gleiche Anzahl. So. Ja, und Durchmesser ist etwas größer, also hier haben wir 105 mm im Durchmesser über den Stator und hier haben wir über den Stator 99 mm im Durchmesser. Das ist also ein Ticken größer, ist er, ist aber tatsächlich nicht viel. Wenn wir uns im Vergleich nochmal den Rotor angucken, ne, also die Seite mit den Magneten, die sich dreht, das sind in beiden Fällen auch 30 Pole. Das heißt also, Nut-zu-Pol-Verhältnis ist bei beiden Motoren auch erstmal gleich. Das heißt also, die haben auch die gleiche Drehzahl, wenn man die gleiche Felddrehzahl anlegt. Also da gibt es auch keine Unterschiede. Das Einzige, was noch unterschiedlich ist, ist die Stärke der Magneten. Also hier sind die 3 mm stark, die Magneten, die verwendet sind, und hier nur 2 mm. Ne? Das heißt also, man kann hier durchaus mit etwas mehr Feldstärke rechnen, was die Magneten angeht an der Stelle. Und hier ist auch noch ein Rückschlussring drin. Das ist hier ein Stahlring, wo auch die Gewinde drin sind, wo die Kappen draufgeschraubt sind. Das ist denn hier so aufgepresst auf diesen Aluminium-Außenkörper. Hier ist auch ein Stahlring drin, so ein Rückschlussring drin in dem Kunststoff. Also das ist auch bei beiden gleich. Vom Aufbau her, da unterscheidet sich auch nicht viel. Was sich dann aber wirklich unterscheidet, ganz anschaulich, das ist halt die Höhe des Statorpaketes. Ne? Also hier haben wir 29 mm Höhe bei dem 10 Zoll Motor, während das bei dem 6,5 Zoll Motor halt nur 14 mm in der Höhe sind. Der ist also mehr als doppelt so hoch. Und da ist dann auch der Punkt, wo halt das mehr an Drehmoment herkommt. Ne? Also der hat mehr als das doppelte Drehmoment. Ne? Auch weil die Fläche ist halt etwas größer, dadurch, dass der Durchmesser etwas größer ist, also der Umfang, und halt in der Höhe auch nochmal. Also der hat deutlich mehr als die doppelte Fläche hier, was Eins- und Anker angeht. Und da kommt dann natürlich mehr Drehmoment her. Ansonsten sieht man noch hier, der Aufbau mit den Heilsensoren ist exakt gleich wie bei dem anderen auch. Da gibt es auch keinen Unterschied. Beide sind in Stern geschaltet, Entwicklungspaket, da gibt es auch keine Unterschiede. Gucken wir hier nochmal ein bisschen aus der Nähe. Das Einzige, was sich halt auch unterscheidet, hier ist mehrdrähtig gewickelt. Also man sieht, hier sind immer vier Drähte parallel, womit dann gewickelt ist. Also das sind nicht so viele Windungen, wie es jetzt hier den Anschein macht. Es sind tatsächlich nur ein Viertel so viele, weil halt einfach vier Drähte parallel verwendet werden. Im Vergleich zu dem 6,5 Zoll Motor, die Der etwas zusammengesparte, sage ich mal, hier so ein bisschen, der verwendet halt nur einen Draht. Und das Ganze führt dann halt letzten Endes dazu, wie man hier sieht, wir haben vier Drähte mit 0,6 mm Durchmesser, das ist 1,1 Quadratmillimeter, wenn man das zusammenrechnet. Und hier haben wir einen Draht mit 0,8 mm Durchmesser. Und das sind dann halt nur 0,5 Quadratmillimeter. Wir haben also tatsächlich auch etwas mehr als den doppelten Querschnitt hier. Der Innenwiderstand ist also auch nochmal geringer, ist auch nochmal eine höhere Leistungsfähigkeit verspricht. Ja, und ansonsten, man kriegt halt mit ein bisschen dünneren Draht und mehreren parallel kriegt man einen besseren Füllgrad hin und man hat auch weniger Probleme mit dem Skin-Effekt. Das heißt also, die Stromverdrängung im Leiter ist nicht so stark ausgeprägt, wie jetzt zum Beispiel, wenn man nur einen dicken Draht nimmt.
Ja, es sind halt so ein paar Effekte. Und man sieht halt auch hier, der Füllgrad ist lange nicht so gut. Hier ist ja noch deutlich Luft zwischen. Und bei dem Motor ist halt wirklich, da ist Press. Also wenn man da Lampe gegen hält, da kommt kein Licht mehr durch, ne? Also die haben wirklich jeden Millimeter, den sie gefunden haben, haben sie ja ausgenutzt, ne? Also von dem Motor ist im Großen und Ganzen deutlich mehr zu erwarten als von dem hier. Nicht nur, weil er halt größer gebaut ist, sondern einfach, weil er auch wesentlich besser ausgefüllt ist mit Kupfer. Ja, und genau das wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen ausprobieren, ne? Ich habe mal einen Akkuschrauber hergenommen und da mal einen Reifen vorne drauf gespannt, womit ich jetzt einfach mal als Reibrad diesen Motor hier antreiben kann. Ich habe mir dazu diese Aluminiumschale hier mal auf den Tisch gespannt mit einer Schraubzwinge und dann können wir hier ganz einfach mal einen Motor hier vorne einbauen. Die haben ja beide die gleiche Achse, dementsprechend ist das schnell umgeklemmt. Und dann können wir mit dem Akkuschrauber einfach mal den Motor drehen und dann können wir mal schauen, was uns denn am Ende für eine Spannung ergibt. Ich beschleunige die jetzt so auf eine gewisse Drehzahl, sage ich mal, und am Ende kann ich dann am Oszilloskop gucken hier. Ich habe mal einen Screenshot gemacht, so dass wir hier so 20 Hertz haben. Ich messe jetzt an einer Phase hier hinten einfach und da stellt sich dann eine Spannung ein. Das ist hier VRMS, habe ich mal ausgewählt, hier aus den Messfunktionen des Oszilloskops, und dann kommen wir hier auf eine 3 Volt RMS Wechselspannung. In diesem Fall, die wir hier messen, bei 20 Hertz. Und das gleiche kann ich jetzt natürlich vergleichbar für den größeren Motor machen, wenn ich den da mal einspanne. Kann ich jetzt halt auch mit dem Akkuschrauber beschleunigen, dass wir dann auf eine ähnliche Drehzahl kommen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir hier auch mal gucken. Das sind also auch wieder 20 Hertz und hier kommen wir tatsächlich auf 4 Volt RMS. Das heißt also schon mal eine ganze Ecke mehr. Jetzt so mal im ersten Vergleich. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz umrechnen, 20 Hertz, die wir hier gesehen haben, mit 15 Polpaaren, also 30 Magneten, also 15 Paare, sind dann entsprechend mal 60 Sekunden 80 Umdrehungen pro Minute. Das heißt also, ich habe die beiden Motoren jetzt mit 80 Umdrehungen pro Minute laufen lassen, was ja, naja, so windradtechnisch eher noch eine recht geringere Drehzahl ist, ne? Wenn es wirklich wenig ist, erwartet man ja eher mehr, aber das ist schon mal so eine Untergrenze, sage ich mal, bei der man mal gucken will, kriegt man schon eine Spannung, mit der man überhaupt was anfangen kann. Das ist jetzt tatsächlich nicht der positive Effekt. Also bei dem 10 Zoll Motor haben wir hier tatsächlich ein Drittel höhere Spannung, also 33% mehr, ne? Wir kommen hier auf 4 Volt, während bei dem anderen bei 3 Volt waren. Also das ist schon mal doch ein deutlicher Unterschied. Da lohnt es sich auf jeden Fall, auf den 10 Zoll Motor zu gehen, wenn man da was vorhat. Und auch was den Innenwiderstand angeht, ne? Ich habe es ja gerade schon am Drahtdurchmesser, habe ich es ja schon mal durchklingen lassen, aber es ist auch so, wenn man mal misst, wobei das jetzt natürlich nicht unbedingt das geeignetste Messgerät ist, wenn man so kleine Widerstände messen möchte. Aber da die Anschlusspins hier, also die Anschlussstecker direkt in die Stecker von dem Multimeter hier bzw. von der Stromzange reinpassen, weil das halt auch alles 4 mm Stecker sind, ist das schon halbwegs brauchbar im Vergleich. Also man hat nicht viele Übergangswiderstände und Leitungslängen noch, die man jetzt hier sonst raus kalibrieren müsste. Von daher kann man mal ganz grob sagen, wir haben hier auch ein Drittel des Widerstandes bei diesem Motor. Das heißt also, wir haben eine ein Drittel höhere Spannung und nur ein Drittel des Widerstandes. Dadurch wird das Ding natürlich deutlich geeigneter und deutlich leistungsfähiger auch, ne? Wollen wir uns ja noch darum kümmern, dass wir die Sachen aus dem 10 Zoll Board vielleicht ins 6,5 Zoll Board reinkriegen und damit wieder ein bisschen noch fahren können. Also habe ich mir erstmal nochmal das 6,5 Zoll hergenommen und habe da erstmal noch so die ganzen Sachen nochmal rausgeschlachtet, die wir da nicht mehr brauchen, ne? Diese kombinierten Platinen, wovon ja eine auch kaputt war, die ich jetzt vielleicht ersetzen möchte durch die Sachen im 10 Zoll Board. Also schraube ich mir den ganzen Krempel da erstmal raus und los, dass ich da erstmal Platz schaffe. Das ist dann so der Überblick. Das heißt also, wir haben das schicke pinke Gehäuse, was noch da ist. Dann haben wir die beiden Aluminium-Halbschalen, haben die beiden 6,5 Zoll Motoren, die ja nur sicher so ein Board ganz gut bewegen. Aber aus Generatorsicht sind jetzt natürlich die 10 Zoll Motoren die deutlichen Gewinner, die natürlich gerne bevorzugt werden. Die haben übrigens auch ein sehr ähnliches Rastmoment, trotz dadurch, dass sie doch ziemlich größer sind, sage ich mal. Aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt, dass die sich jetzt schwerer losdrehen lassen oder so. Also die würde ich tatsächlich auf jeden Fall bevorzugen, egal wie groß jetzt ein Windrad werden würde, wenn man denn eins bauen wollen würde. Ja, hier vorne drunter sind diese Platinen, die jetzt eben diese Akkuanzeige und diese Balance-Anzeige eben entsprechend visualisieren. Das ist hier einfach so eine Schablone, die hier in diesem sehr dunklen Kunststoff ist. Also es ist nicht schwarz, es ist halt nur sehr dunkel. Und da ist so eine Schablone drunter mit diesem Akkusymbol und diesem Balance-Symbol. Und da leuchten halt diese Platinen, also die LEDs auf den Platinen hier durch und zeigen das dann an. In diesem Fall sind die jetzt hier mit Schrauben auf diesen Gussteilen hier festgeschraubt, die hier drunter sind. Wenn man diese Dinger hier abschraubt, dann findet man die. Die kommen dann entsprechend auch noch raus, weil ich da dann halt die anschraube, die in dem anderen Board drin sind, dass das alles zusammenpasst. Ne? Weil man muss jetzt halt gucken, sind die Betriebsspannungen gleich, sind halt auch die Beleuchtung hier, die Farben und so weiter und die Pinbelegungen und so, wenn es da doch im Detail Unterschiede gibt. Deswegen nehme ich einfach alles von einem Board und bringe das dann rüber ins andere.
Ja, außen sind auch noch mal so lustige LED-Bänder drunter hier unter diesen Kappen, unter diesen Radhäusern. Da habe ich mir gedacht, na gut, ich meine, also die Farbe ist geil, ne? Aber es muss jetzt auch nicht noch blinken und leuchten an allen Ecken und Enden. Deswegen habe ich ja aus den Motoren auch schon diese Ringlichter ausgebaut, im letzten Video ja schon. Eins war ja auch schon so ein bisschen angebrannt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, machen wir noch mal weiter und nehmen das ganze andere Geblinke, was an den Dingen hier dran ist, auch gleich noch mit raus. Wenn ihr auch seht, das tatsächlich haben sie sich auch so ein bisschen Aufwand noch gemacht. Also das sind RGB-LEDs hier, 6 Pins, die man in Reihe schalten kann. Und dann gibt es hier unten noch 3 Transistoren, die ansteuern und noch sogar einen eigenen Controller dafür. Also das ist durchaus Aufwand getrieben, sage ich mal. Da wir ja gerade noch so ein bisschen in der Beleuchtungszeit sind, habe ich mir gedacht, ich schließe sie auch nochmal an und dann gucken wir mal. Es passiert aber gar nichts wirklich Aufregendes. Also es ist einfach nur RGB, was da durchläuft und das war's. Also viel mehr können die tatsächlich nicht. Ja, dann haben wir noch die Halbschalen hier, wo diese komische Musikgeschichte da, nennen wir es mal, drin war. Die muss natürlich auch noch raus. Und diese Beleuchtung vorne und hinten hier an dem Board, die schraube ich auch noch raus. Weil das 10 Zoll Board, das hat die auch nicht. Und dementsprechend ist es auch mit den Anschlüssen halt schwierig, weil die an den Platinen noch nicht unbedingt vorgesehen sind. Deswegen fliegen die ja auch noch kurzerhand raus. Und dann bleiben die halt einfach schwarz. Weil das ist ja von außen auch wieder dieser dunkle Kunststoff. Das heißt also, wenn da kein Licht hinter ist, dann fällt das auch nicht auf. Dann leuchtet es halt einfach nur nicht. Dann war ja noch diese eine Gehäuseschale so ein bisschen gerissen, weil da gab es ja mal einen Einschlag, der halt ja wirklich durchging, dass da auch die Platine kaputt war. Ich hatte es ja im letzten Video gezeigt. Da habe ich noch mal ein bisschen mit Kleber gearbeitet, dass das Ganze noch mal wieder stabilisiert wird, weil im Großen und Ganzen war das Gehäuse von außen noch okay. Es war halt nur der Riss drin. Ich dachte mir, wenn ich das ein bisschen stabilisiere, dann reicht das aus. Auf der anderen Seite haben wir diese Lautsprecheraussparung hier mit diesen Löchern da drin. Da habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Kleber reingemacht, dass, falls man mal irgendwo Wasser hat oder sowas, dass es halt nicht unbedingt da reinläuft und sich dann da drin sammelt. Haben wir das da auch noch zu? Ich meine, diese Lautsprechergeschichte, da brauchst du dann irgendeine App für, dass du dann da irgendwie was Lustiges, Schrägeliges drüber abspielen kannst. Das nutzt ja auch kein normaler Mensch, möchte ich mal so ganz kurz direkt so sagen. Und dann ist das, was überbleibt. Ne? Wir haben ja noch so ein bisschen Kratzer dran und so ein bisschen abgenibbelte Aufkleber schon. Es wurde halt schon sehr geliebt, das ganze Ding. Ne? Aber so im Großen und Ganzen ist es halt noch gut. Ne? Bis auf den kleinen Impact hier unten, der ein bisschen dieses Gehäuse da ein Riss drin ist. Ansonsten ist das noch okay. Also es ist auf jeden Fall noch in einem deutlich besseren Zustand als das Gehäuse von dem 10 Zoll Board. Ne? Also da ist es ja schon wirklich auseinander. Das hing ja nur noch am seidenen Faden. Das hier dagegen, das ist ja grundsätzlich noch recht solide. Also da gibt es nicht viel zu meckern. Deswegen kann ich das durchaus auch nochmal wieder aufbauen. Nehmen wir uns jetzt also noch das 10 Zoll Board vor und schrauben da auch mal die nötigen Sachen raus. Ich schraube hier gerade nochmal die untere Kunststoffhalbschale ab, dass wir dann da an die Platine drankommen. Diese LED-Platine. Hier ist das ein bisschen anders tatsächlich. Hier sitzt diese LED-Platine in der Kunststoffschale festgeschraubt. Bei dem 6,5 Zoll Board, wie wir gerade gesehen haben, war es ja so, dass die auch dem Aluminiumträger festgeschraubt war. Scheint aber kein großes Problem zu sein, weil die Platinen haben das gleiche Außenmaß und haben das gleiche Bohrbild. Das heißt also, es spricht grundsätzlich nichts dagegen, diese Platine hier genauso gut dann auch unten auf dieses Aluminium-Gussteil festzuschrauben, anstatt oben im Deckel. Man sieht auch, hier sind es ein bisschen großzügiger mit LEDs gewesen, hier sind ein paar weniger. Ja, es leuchtet ja aber nur gegen diese diffuse Scheibe da, also würde ich mal grundsätzlich sagen, wie die LEDs jetzt hier genau positioniert sind und wo die sitzen, das ist auch völlig Banane. Hauptsache, das leuchtet von unten dagegen, dass das ein bisschen visualisiert wird. Auf der anderen Seite nochmal genauso die Halbschale, ist auch die Platine hier drin. Und auf der einen Seite ist ja das Akkusymbol, auf der anderen Seite ist dieses Balance-Symbol da. Das geht auch beides wieder auf diese Platinen hier mit diesen Lichtschranken. Ja, und dann haben wir das soweit ausgeschlachtet. Und dann wollen wir doch jetzt mal zusehen, dass wir das ins andere Board wieder reinkriegen. Hier will ich noch mal kurz reingerätschen, weil diese Controller-Platine, die haben wir uns ja im Detail noch nicht angeguckt. Da werden wir noch mal kurz hier noch mal einen kleinen Crashkurs machen. Also sieht das aus. Man sieht hier auf der rechten und auf der linken Seite jeweils immer 6 Leistungstransistoren. Hier lassen sich schon erahnen, die auf diese Grundplatte geschraubt sind. Ja, es sind immer jeweils 3 Halbbrücken, die 3 Phasen von den Motoren ansteuern. In der Mitte hier, da thront ein Controller. Wenn man noch ein bisschen näher guckt, das ist auch für den STM32.
Der macht hier auch beide Seiten. Ne? Also ich meine, der ist groß genug, sollte kein Problem für den sein. Das ist auch kein Problem. Der macht mal eben die Steuerung von beiden Motoren. Ne? Also die Drehfelderzeugung und die Heilsensoren, die hier oben an den bunten Kabeln reinkommen, die gehen ja auch direkt drauf. Das misst er auch alles. Der kümmert sich also. Und gleichzeitig sorgt er dann auch noch für die Kommunikation zu diesen beiden Slave-Platinen, nenne ich sie mal, wo die Lichtschranken drauf sind. Um dann halt zu gucken, steht da wer drauf oder ist da schon wer runtergeflogen. Ja, an der Seite haben wir noch den Piezo, ne? Der ein bisschen Signaltöne abgibt. Ja, was ich auch noch ganz interessant fand, an dieser Stelle noch mal kurz drauf geguckt, die Treiber, also die Ansteuerung von den Gates, von den Leistungstransistoren, die sind ja alle diskret aufgebaut. Also man sieht es an dieser Vielzahl an kleinen Transistoren, die hier rumfliegen und den Dioden hier, also die haben sie wirklich alle diskret aufgebaut. Ja, ich weiß jetzt auch nicht warum, also ich denke mal so ein Gate-Treiber-IC für Halbbrücken, ich meine, das ist ein ziemliches Standardteil, was man für Cents kriegt. Da weiß ich jetzt nicht, warum man hier im Routing so einen Aufwand betreibt und da so viele Transistoren setzt und alles und Widerstände. Das kann unmöglich günstiger sein. Ne? Also keine Ahnung, was das für einen Hintergrund hat, aber auf jeden Fall ist es hier so gelöst worden. Und da ist es zusammen und wir könnten es ausprobieren. Aber wie soll es anders sein? Draußen ist natürlich immer noch bestes Pflanzenwetter, wie man sieht. Deswegen ja, habe ich auch keine Lust, das Ding gleich wieder einzusauen und nass zu machen. Deswegen müssen wir leider wieder drinnen über den Flur fahren. Fährt grundsätzlich, wie man sieht, also Erfolg, aber es gibt tatsächlich einen Unterschied. Und zwar den Winkel, den man das Ganze aus der Horizontalen rausbewegen muss, der ist unterschiedlich. Ich meine, es ist letzten Endes auch erklärbar, weil ich ja meine, wir haben Motoren mit der gleichen Nut- und Polzahl, das heißt also der gleichen Drehzahl. Und ja, wir haben jetzt eine Steuerung von den 10 Zoll Motoren umgesetzt auf 6,5 Zoll Motoren. Und der 6,5 Zoll Motor ist bei gleicher Sensitivität natürlich, legt er einen geringeren Weg zurück als der 10 Zoll Motor. Das heißt also, man muss hier deutlich weiter aus der Horizontalen raus, bis das Board anspricht. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist, also es ist eine Eigenschaft erstmal, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Also das als 10 Zoll Board stand es deutlich massiver, steifer, stabiler. Ne? Also da hat man sich eigentlich quasi draufgestellt und das Ding stand. Und hier hat man jetzt so ein bisschen Bewegungsspielraum, sage ich mal. Also man kann so ein bisschen hin und her tänzeln, ohne dass es einem gleich losfährt, sage ich mal. Ne? Also es verhält sich ein bisschen anders. Also man kann sich an beides gewöhnen, man kann mit beidem fahren, ne? Aber es ist tatsächlich interessant. Also es ist in diesen Nuancen gibt es einen Unterschied. Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr auf so einem Original 6,5 Zoll Ding gestanden. Vielleicht sind die grundsätzlich ein bisschen weicher, ich weiß es nicht, weil die eh alle die gleiche Software verwenden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die in der Regelung ein bisschen anders eingestellt sind, wenn die andere Motorgrößen haben. Das ist jetzt das, was ich noch so festgestellt habe. Ja, was bleibt letzten Endes? Ne? Ich habe zwei mehr oder weniger defekte oder ausgeliebte Hoverboards günstig geschossen auf Kleinanzeigen. Ne, eins sehr günstig, für das andere immer noch ein Zwanni gelassen. Und was haben wir letzten Endes daraus zusammengekriegt? Ja, wir haben wieder ein funktionierendes Hoverboard jetzt, ne, was auch zwar auch schon einen halbtoten Akku hat, aber so für ein bisschen hin und her daddeln und mal so rumeiern, da funktioniert es tatsächlich noch. Und dann haben wir natürlich zwei schöne 10 Zoll Radnabenmotoren hier, ne, die man auf jeden Fall noch, selbst wenn man sie wirklich als Motor benutzt und irgendwas draus baut, was man mit antreiben kann, das ist ja auch, ne. Also die sind wirklich sehr gut und die sind auch vom Aufbau her innen noch deutlich solide und auch Materialien und so weiter. Also ich meine, das Board, das 10 Zoll Board letzten Endes, das hat auch mal einen Neupreis irgendwie von weit über 500 Euro gehabt. Ne? Also da ist durchaus auch schon was von zu erwarten. Das sind jetzt keine schlechten Sachen, die wir hier für einen sehr günstigen Kurs abgegriffen haben.
Ja, und wenn es jetzt auch kein Generator für ein Windrad wird, ne, ich meine, grundsätzlich kann man sowas immer mal gebrauchen für irgendwas. Ne? Das wird ja nicht schlecht. Also finde ich im Großen und Ganzen eine gute Beute. Ne? War die zwei Videos irgendwo auch wert, sage ich mal. Ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant. Man konnte ein bisschen was draus mitnehmen, wenn man selber zufällig gerade an sowas rumbastelt. Ne? Wenn ihr noch irgendwo im Detail gerade zufällig gerade selber dran seid und eine Frage habt oder so, ne, könnt ihr ja mal fragen. Ist ja kein Problem. Ich habe den Krempel ja auch noch hier liegen, alles. Und ja, soll es das aber dazu jetzt gewesen sein, wollen wir nicht noch weiter Hoverboards basteln, sondern auch mal wieder was anderes machen. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.